Ja, ja, ja. Die Bayern hatten hier ein Problem, ja, und die haben ja halt ein Problem. Weil es gibt so. Ey, soll ich noch was sehen? Ein Kapitel kann man ja machen. Ja, kann man ja die Zeit drin machen. Ja, irgendwas? Ja, was? Schon, sie ist ja noch hinter der Bühne. Ja, mit ihrem Typ. Geht ihr jetzt schon Jahre schon bei mir? Also Schutzjahre, das kann ich mir vorstellen. Aber was anderes sterben? Sie guckt euch mal an, seht selbst. Ab damit in Kessel Bundesjahr. Ja. Das könnt ihr von mir aus bei der Kindern erzählen, bei der Kinderstunde oder sonst irgendwo. Aber erzählen Sie mir nicht solche Märchen. Aber Herr Keller, wenn ich Ihnen sage, Sie können es mir glauben. Wer glaubt denn so etwas, dass Sie auf einer Tigerjagd kommen? Na ja, natürlich, ich und immer zu. Passen Sie mal auf, Herr Keller, ich kann Sie das mal vormachen. Ja, ja. Ich auf einer Tigerjagd. Passen Sie mal auf. Ich schleiche. Und schleiche. Das ist eine Hitze. Und ich schleife durch den dichten Tann. Erzählen Sie mal, dichten Tann ist schon Blödsinn, im Tannwald lebt kein Tiger. Ah. Sie schleichen also durch den dichten Respekt, schleichen durch den Tann. Ja. Ich schleife und schleife. Und es ist eine Hitze. Ja, schön. Eine Hitze, Herr Keller. Ich glaub's ja. Ja. Und überall schummeln grüne Blätter. Ja, immer. Und eine Hitze, also. Und dann wird zerstochen von den Moskwitz. Von den Moskitos! Ja, ja, von denen auch. Fertig, Herr Keller, fertig. Schleiche weiter. Und schleiche. Und eine Hitze, als. Jetzt ist aber gut, jetzt kommst du doch mal runter von Ihrer Hitze. Ja, ich bin aber gar nicht oben. Also bitte. Also danke, ja. Also Herr Keller, ich schleiche und schwatze so vor mich hin. Was machen Sie? Ich bin und schwitze so vor mich hin. Na also. Und es ist eine drückende Hitze. Drückende Hitze. Und ich schleiche und schleiche. Also, was ich da so schleiche. Sie alte Blindschleiche. Wo ist denn jetzt bitte schön der Tiger? Ach, Herr Tiger. Ja, was? Wo ist er denn? Das war ein Pech, Herr Tiger. Ja, wieso? Da ist kein Tiger da. Nee. So haben wir nicht gewinnen, guter Freund. Ja, ein kleines Experiment. Auf das. Der Tiger ist da. Ja. Plötzlich. Knackt es im Unterholz. Wer ist das? Der Tiger. Der hackt Holz. Ach Quatsch, der hackt Holz. Plötzlich sehen Sie seine Lichter funkeln. Ach, da kommt ein Auto. Nein! Die Augen sind doch die Lichter. Das war ein Unsinn, die Augen sind die Lichter. Sagen Sie, mit wem die Augen oder mit Tropfen die Lichter? Aber das ist genug, ja? Weiter. Ja, weiter. Ja. Weiter. Plötzlich spüren Sie den heißen Boden des Tigers im Genick. Alter, was spüre ich? Den heißen Boden. Naja, plötzlich spüre ich den heißen Bruder im Genick. Den heißen Boden. Was ist denn das? Der gepustete Haken. Vom Tiger? Ja, natürlich, das ist gefährlich. Also bitte, was tut sie? Oh, ja, ich mache es beim Kragen. Jetzt ist genug. Jetzt nehmen Sie etwas zusammen. Ein bisschen vernünftig unterhalten. Ah ja. Also, nehmen wir mal, der Tiger steht da drüben. Na da! Da? Da! Vielleicht ein bisschen weiter weg. Vielleicht da. Gut, der Tiger steht da. Sie steht hier. Ja, wo stehen Sie? Ich bin gar nicht dabei. Das sind wir natürlich. Ja, wieso? Ja, immer wenn es gefährlich wird, sind Sie weg. Also bitte, ja. Na gut, wie Sie wollen. Also der Tiger steht da, Sie steht hier. Ja. Jetzt müssen Sie doch handeln. Oh ja. Jetzt verhandle ich mit dem Tiger. Nein, jetzt Sie sollen schießen. Oh ja, noch besser. Ich schieße. Ich reiße das Gewehr an die Backe. An die Wange. Die Backe ist woanders. Naja, ich schieße aus der Hüfte. Und ich schieße aus der Hüfte und peng, peng und peng. Und der Tiger liegt. Der liegt. Der ist verlacht umgefallen, dass er sie gefällt hat. Danke. Ja, also nochmal. In aller Ruhe ein kleines Experiment. Ja? Also, nehmen wir an, der Tiger steht da. Ja, sie steht hier, reißen das Gewehr an die Wange, wollen schießen und das Gewehr geht nicht los. Na, was machen Sie jetzt? Ach, das ist schlecht, ja. Ich lade das Gewehr. Nee, Herr Keller, das Gewehr geht nicht los, es geht. Sie sollen es doch nur annehmen. Ja, sowas nehme ich nicht mal an. Mensch, Sie sollen sich vorstellen, der Tiger steht da, Sie hier, wollen schießen und das Gewehr.
der geht nicht los, also bitte. Was tun Sie? Es geht in Ihr Leben. Ah, ja. Der Mensch muss sich zu helfen wissen. Ja, los jetzt. Jetzt. Ich nehme das Gewehr. Ja. Und stell's weg. Wieso? Was machst du? Ich greife in den Busch. Wohin? In den Busch. In den Tempel, in den Buschwerk. Und hole das Messer heraus. Sehr gut, ja. Sehr gut, ja. Ich hole das Buschmesser heraus, halte es in der Hand und zeige es dem Tiger. Sie zeigen es ihm, Herr Vorrat, ja. Ich zeige es ihm und er macht sofort die Leuchtung aus. Und jetzt ist genug. Wenn Sie jetzt hier dastehen und mit dem Messer fuchteln, da setzt der Tiger zum Sprung an. Zum Sprung? Ja, natürlich. Das ist ein gemeiner Tiger. Quatsch. Das ist ein ganz gewöhnlicher Tiger. Also jetzt geht's los. Ja, los jetzt. Nochmal. Also ich nehme nochmal das Gewehr und dann hau ich und ich werde hart. Herr Keller, ja. Ich. Ja. Das ist gewerblich. Ist das sowas möglich? Ja, um was gar nicht zu machen, ist gewerblich. Aber er kommt doch schon. Er kommt, er nähert sich. Natürlich. Schrott für Schrott. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt auf seine zusammen Füße. Ach, komm schon, mit Fünchen. Er kommt auf seinen Patzen. Auf den Patzen? Nein. Oh doch. Und er gibt ihm nochmal. Und dann hau ich. Das Gewehr geht los. Es geht los. Lieber Freund, das Gewehr kann noch gar nicht los. Warum denn nicht? Ja, weil es kaputt ist. Ja, da drehe ich es im Mund. Dann dreht es um. Ja, mit dem Knoten nach oben. Mit dem Kolben? Ach so, ja. Mit dem Knoten auf den Kolben und dann werfe ich und dann hau ich und der macht sich wunderbar. Ja, wieso denn? Also jetzt passiert ja was. Was passiert jetzt? Wir schleichen. Und wir gucken uns an. Ja. Und es ist eine Hitze. Und das haben wir ja nur. Ja, und wir gucken uns an. Und jetzt ist die Frage. Ja. Sein oder nicht sein? Sie spielt ja nicht Hamlet. Ja, das ist kein Hamlet, das ist ein Tiger. Ja, das weiß ich doch. Ja, und ich nehme das Gewehr und drehe es nochmal um. Ja, Mensch, wieso wolltest du noch umdrehen? Das Gewehr geht los. Es geht los. Guter Freund, das Gewehr kann nicht losgehen. Ich habe eben gesagt, es ist kaputt, ja? In dem Gewehr ist eine einzige Patrone und diese einzige Patrone ist feucht geworden. Wer war das? Ach Quatsch, wer war das? Das ist doch völlig egal, wer das war. Das ist mir nicht egal, ja. Aber Herr Moment. Ja. Hat der Tiger einen Augenblick gezeigt? Warum? Da könnte ich dabei nicht mal drauf kommen. Jetzt ist genug. Ja, ich bin nicht überzweifelt. Das ist ein gefährliches Raubtier. Es kommt auf Sie zu. Ja. Und Sie? Und ich nehme das Gewehr und ich hau, ich hau, ich hau. Aber der Tiger kommt wieder und reißt sein Maul auf und... Oh, Herr Keller, ist kaputt. Mensch, das war ich doch. Also, der Tiger kommt Schritt für Schritt auf Sie zu, ja, und Sie, ich hau ab. Und akzeptiert, Sie ergreifen den Luftarm, ja, und der Tiger hinterher. Ja, der kriegt mich nicht. Was, der kriegt Sie nicht? Ich glaube, das ist ein Raubtier. Ich habe aber Angst. Ja. Und außerdem laufe ich im Zickzack. Der Tiger Zickzack hinterher. Ja, wenn der auf Zick ist, bin ich auf Zack. Und jetzt ist genug. Jetzt wissen Sie nicht, besser als. Na ja, wird da vielleicht im Urwald irgendwo ein Baum rumstehen. Das ist einzunehmen. Tja, damit er geht auf den Baum. Tiger hinterher. Welches Raubtier? Ein Kletterfest. Ein Kletterfest. Ein Kletterfest. Ein Kletterfest. Dann kletter ich auf einen Ast. Der Tiger hinterher. Spring ich runter. Tiger hinterher. Alter. Ja. Was ist denn? Ja. Willst du das mein Freund oder das Freund von Ihnen? Ich wollte nur wissen, was Sie tun, wenn das Gewehr nicht losgeht. Hat der Verkäufer gesagt, der tauscht das um. Wiedersehen.